Was wünschen Sie Thomas Herker? Ja, ich wünsche ihm viel Erfolg in der Stichwahl. Denn beim ersten Wahlgang hat eine Zweidrittelmehrheit zum Ausdruck gebracht, dass sie den bisherigen Amtsinhaber nicht beibehalten will. Diese Situation schreit einfach nach einem Wechsel. Und mit Thomas Herker gibt es einen jungen, einen dynamischen, selbstbewussten Kandidaten, dem ich das voll zutraue. Also möge er im zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit bekommen. Haben Sie jetzt als Oberbürgermeister von München einen Tipp für Thomas Herker? Ja, er soll wirklich jede Minute bis zum kommenden Sonntag nutzen. Heute sind unglaublich viele Wählerinnen und Wähler unentschlossen bis zum Schluss, ob sie wählen gehen und wen sie dann tatsächlich wählen. Da darf man sich nie entspannt zurücklehnen, soll jede Möglichkeit des Gesprächs, des Kontakts nutzen und an die Menschen auch appellieren, geht wählen, wenn ihr einen Wechsel wollt. Offensichtlich wollt ihr den Wechsel, also müsst ihr jetzt noch wählen gehen.